Willkommen am kurvenreichen Ungaroring. Diese beliebte Strecke hat im Lauf der Zeit zwei Weltmeisterschaften entschieden. Es ist Zeit für den großen Preis von Ungarn. Nur ein Fahrer konnte es an diesem Wochenende auf die Pole schaffen und dieser Glückliche heißt eindeutig Nico Rosberg. Ich kann mir gut vorstellen, dass der deutsche Fahrer seinen Mercedes heute auch zum Sieg fahren wird. Er wird definitiv heute schwer zu schlagen sein, aber alles ist möglich. Wir werden also ein Auge darauf haben müssen, wie es sich im Laufe des Rennens entwickelt. Romain Grosjean meldete während des gesamten Qualifying Probleme mit seinem Getriebe. Doch Lotus ist sich sicher, dass es die Probleme am Wagen behoben hat und es wird während des Rennens alles glatt gehen. Ich denke, das Team war sich darüber uneins, ob das Getriebe ausgewechselt und die Gridstrafe in Kauf genommen werden sollte. Das Team beschloss aber, es nicht zu tun und nun muss Grosjean darauf hoffen, dass das Rennen für ihn nicht vorzeitig vorbei ist. Bisher war es ein wirklich sehr kurioses Rennwochenende und wir gehen jetzt von Platz 9 aus in das Rennen und damit hallo allerseits und willkommen eben zum Rennen von Ungarn. Ja, 6 Leute wurden disqualifiziert in Q1 und 2 und in Q3 hat jemand eine Strafe bekommen, der sie nicht verdient hat. Das wären wir gewesen, Bottas, deswegen sind wir jetzt 9. Hey! Es ist schon mal trocken. Ich habe etwas die Luft angehalten, als eben das Ganze hier losging. Vielleicht kommt der Regen ja noch bei dieser Bewölkung durchaus möglich. Wir schauen mal kurz nach. Der schlägt uns 3 Stops vor. Okay. Wir haben ja einen frischen, weicheren Reifensatz und 2 angefahrene mit 4% und 5%. Jeweils. Damit lässt sich arbeiten. Tja, ich bin gespannt. Wenn es trocken bleiben wird, da wird es schon mehr als schwierig, dass wir die Punkte erreichen. Verstappen wird wohl keine holen, Nasser auch nicht. Also ist das hier eigentlich wirklich unsere Chance, was zu reißen, wenn ich hier in Spa und in Monza dann wohl erst recht nicht. Aber gut, ich gebe mir noch einen Schluck und legen wir gleich mal los. Können nicht noch warten hier. Immerhin ist es noch trocken. Je länger wir warten, desto eher kommt der Regen. So. Bin mal gespannt, ich werde gleich wieder zu Beginn in den ersten Runden fragen, Jeff, wie sieht's mit dem Wetter aus? Aber euch wünsche ich viel Spaß und uns hoffentlich eine erfolgreiche Fahrt in Ungarn. Das siebte wäre ja schon sehr schön. Etwas über dem Limit war ich da. Letztes Jahr gab es ja hier ordentlich was in der ersten Kurve. Boah, da kommt er rüber, da musste ich ausweichen. Ging zum Glück gut und wir haben unseren 9. Platz aktuell wieder. So, jetzt zurechtfinden, Button wieder in den Punkten. Klar, er ist auch gestartet, aber ist schon krass, wie er das immer macht. Wie das hier staubt, schaut mal auf unsere Räder. Und auch bei den Vorderleuten kommt ständig irgendwas hoch. Hier, schaut mal. Wetterbericht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Okay, das freut mich ja schon mal. Tja, jetzt wird's schwierig im Tross hier. Mitten im Pulk. Ah, dritter Gang ist noch Qualifying. Ich bin... Das Qualifying liegt ja noch gar nicht wirklich so lange hinter mir. Noch im Qualifying-Modus. Eben Q3. Aktuell Bottas hinter uns. Ist ja nicht schön, wenn es mal DRS geben sollte. Aber bestenfalls haben wir dann auch DRS, weil wir weiterhin an den dran sind. Hier war ich jetzt zu weit außen. Da ist er schon neben uns. Das war nix. Da hätte ich auf jeden Fall nicht durchziehen dürfen. Gewissermaßen im außenfreien Training gemerkt. Jetzt schafft er das jetzt schon. Bekommen wir das hier noch wieder zurechtgebogen? Was ein Glück, aber er kommt wieder beim Herausbeschleunigen. Wir sind noch neben ihm. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 50 Kilogramm übrig. 50 Kilogramm. Oh, das war eng. 35 Runden bedeutet das. Sprit, oh Gott. Erstmal wieder was raushauen.
So, jetzt bleibe ich hier auch im vierten Gang. So muss das ja auch. Und in der letzten Kurve habe ich in der letzten Runde einfach dieses schwere Fahrzeug nochmal unterschätzt. Ich fahre da ja gerne etwas weiter von der Boxenmauer weg, um eben Schwung zu holen, aber das war ungewollt viel zu viel. Na, Hülkenberg muss auch reißen lassen. Oh, schiebt er uns an. Oh Mann, das kann mit der KI was werden da in der letzten Kurve. Jetzt sind wir schlechter hier beim Herauskommen und er schiebt uns wieder an. Na, immerhin sind wir weiter vorne. Klar, Bottas ist verdammt viel schneller. Aber bisher konnten wir uns komischerweise immer am Ausgang der ersten Kurve retten. Oder eben spätestens sie, ja. Was hier wieder für Staub hochkommt. Noch sind alle im Rennen, weil noch keiner an der Box war und eben diese blockiert hat. Wird das hier dunkler? Wetterbericht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Okay, wenn es so bleibt, besser als wenn es feuchter wird. Ganz klar. Oh Mann, die hängen zu zweit direkt hinter uns. Klar, da hängen noch mehr. Aber zwei könnten uns zusammen auf den nächsten Geraden angreifen. Wir lassen gerade nach vorne reißen. Muss meinen Fokus auf die letzte Kurve legen. Jetzt haben die DRS. Der Sprit wird knapp. Geh es jetzt langsam an, damit wir das Rennen noch zu Ende fahren können. Oh, einer auf den Ricardo gemacht. Jetzt kommen die von beiden Seiten an. Okay, was ist jetzt herausgestellt hat, jetzt wird es immer eng. Oh, leicht berührt. Was sich herausgestellt hat, auf der Geraden lieber rechts überholen lassen. Weil wir mehr Schwung... Oh, hier hat er uns angeschoben oder wir haben uns berührt. Weil wir mit mehr Schwung dann... Na gut, Verwarnung geht in Ordnung, hätten wir beide vermeiden müssen. Ich will auf jeden Fall in der nächsten Kurve nach der ersten eben links sein. Das habe ich jetzt gemerkt. Ich wollte es aber mal herausfinden. War mir aber soweit schon klar, aber dennoch probieren kann nicht schaden. In dem Fall zumindest, weil wir immer noch Neunter sind. Wie wir die alle aufhalten. Vielleicht war ich jetzt bisher auch etwas überhart. Kann durchaus sein. Aber immerhin geht es hier um Punkte. Unfair meine ich, war ich bisher nicht, aber es war wirklich hart an der Grenze. Na, es wird, glaube ich, heller. Jetzt wieder mit DRS und eben ein Williams. Uiuiui. Da kann ich hier nämlich etwas abdrängen. Und eben diese Kurve hier besser erwischen. Aber vorsichtig, wir könnten uns hier schneiden. Ich fahre natürlich immer noch auf Fett. Werde ich gleich mal ändern und eben bloß für die Gerade umstellen. Jetzt haben wir erstmal genug Benzin verbraten. Boxenstopp-Fenster. Das Boxenstopp-Fenster öffnet sich in drei Runden. Boxenstopp-Fenster öffnet sich in drei Runden. Schon? Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Nö, würde ich gerne noch warten. Klar, die KI kann mit einem Undercut dann vorbeiziehen. Aber ich will jetzt noch gar nicht rein, weil die Reifen noch nicht mal eine Verfärbung. Dabei haben wir die schon ganz schön hart reingenommen in den ersten Kurvenrunden. Wie viel Vorsprung der Hülkenberg schon hat. Gut, der muss sich bisher auch nicht wirklich verteidigen, jetzt hat er uns, oder? Da war ich wieder etwas zu weit außen.
Jetzt dürften wir DRS haben, oder? Na, probieren wir es halt mal. Ja, aber der hat einen Mercedes-Motor. Schaut mal, wie er davon zieht. Es sind noch zwei Runden bis zum nächsten Boxenstopp. Wir ziehen dir die Options auf. Na, das war Brechstange. Auf dem Monitor können wir sehen, dass du deine Hinterräder blockierst. Probier die Bremsbalance nach vorne zu regeln. Boah, das ist da ganz kleiner Kollision aus dem Weg gegangen. Jetzt hat er uns. Ey! Scheiße, sind die alle hinter uns. Ich kann nicht nach hinten fahren, weil dann passiert nämlich das. Ah. Es werden 5 Strafsekunden auf die Gesamtzeit aufgerechnet. 5 Strafsekunden für das Verursachen einer Kollision. Na, ich bin etwas nach hinten gerollt. Hätte ich eigentlich sein lassen müssen. Die Strafe ist auf jeden Fall gereicht. Hätte ich einfach stehen bleiben müssen. Aber der Dreher, der war nicht schön. Aber vielleicht der Ausgleich für meine, vor allen Dingen eben jetzt zuletzt gegen Bottas, überharten Manöver. Er ist letztendlich dann nochmal aus dem Weg gegangen, um eben eine Kollision zu vermeiden. Da wollte ich natürlich zu viel, weil ich eben endlich Punkte haben will. Bisher, meine ich aber, hat es sich gelohnt, so dagegen zu halten, aber jetzt sind, glaube ich, die Punkte weg. Du solltest vielleicht auf eine niedrigere Benzinmischung umschalten. So wie im Moment. Achso, stimmt ja. Ne, ist ja noch Standard. Ich dachte, ich habe das umgestellt auf der, für die Geraden. Für die Gerade. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir für Platz 14, 13 schnell genug sind. Wären zwar keine Punkte, aber ja, die sind jetzt natürlich nicht mehr drin. Teamkollegen-Duell. Wir sollten uns nicht rauskegeln. Er ist noch neben uns. Na, jetzt kommt der vorbei, der lachende Dritte, oder was? Das Perez im Mercedes-Motor. Im Mercedes-Motor natürlich, genau. Da ist es bestimmt richtig schön muckelig warm im Mercedes-Motor. Im Mercedes-betriebenen Wagen. Ups, etwas zu spät gebremst. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Zu weit außen. So, jetzt heißt es mal fangen. Jetzt haben wir nicht die übermäßig schnellen Wagen hinter uns. Also Vettel, Bottas. Und wer da nicht alles war, ich fahre jetzt immer zu weit mit dem schweren Auto. Das ist scheiße. Auch wenn es jetzt nicht mehr ganz so hart bestraft wird. Dennoch, ein Mercedes-Motor hinter uns, das hat sich nicht geändert. Wenn auch etwas schwächer. Der Wagen hinter dir fährt mit hohen Drehzahlen und Mischung 3. Der hat dich im Visier. Also etwas schwächer im Gesamtpaket. Oder haben wir es schon berührt? Man könnte meinen, ich bin hier wirklich der Rüpel in dem Rennen. Ist auch gar nicht mal zu Unrecht. Wir haben hier aber auch ganz schön zu tun. Jetzt müssen wir uns Platz lassen. Gut, ich habe mal so weit mit dem Rückspiegel geschaut, denn ich will jetzt auf jeden Fall weitere solcher Berührpunkte meiden. Na stimmt, Perez war mal kurzzeitig vorbei. So, Maldonado konnte jetzt wieder etwas wegziehen, aber... wirklich langsamer als er fahren wir nicht. Oh, der hat es mit dem Wagen verschlagen. Deswegen dritter Gang, um den wieder etwas auszugleichen. Na gut, ich komme mal rein. Andernfalls müsste ich zwei Runden noch fahren, weil in der nächsten Runde kommt Verstappen rein. Und zwei Runden würden die Reifen nicht mehr aushalten, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen kommen wir jetzt einfach mal rein. Vielleicht können wir uns ja mit einer sauberen Runde gegenüber Perez wieder etwas Luft verschaffen.
Aktuell sind wir letzter, also haben wir auf jeden Fall freie Fahrt. Dann sind wir also der Erste gewesen, der reingekommen ist. Hm. Wir haben die Reifen wirklich sehr hart reingenommen. So, Reifen sind kalt. Boxenstoppfenster. Wow. Da hat sich die Bremsbalance wieder bemerkbar gemacht, zusammen eben mit den kalten Reifen. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Man könnte hier bergauf meinen, es regnet, weil es da so viel aufwirbelt. Reifen sind immer noch eiskalt. Jetzt bekommen die Hinterreifen so langsam Temperatur, die Vorderreifen lassen noch auf sich warten. Deswegen muss ich hier teilweise im dritten Gang mal kurz durchfahren. Jetzt wird's so langsam. Mann, das dauert richtig lange. Jetzt sind sie zumindest vorne endlich mal bereit. Hinten haben sie wieder etwas verloren. Jetzt kann ich schon mal diese Kurve endlich wieder richtig nehmen. Schaut mal, Verstappen ist nicht reingekommen. Und auch sonst keiner. Na, vielleicht können wir ja was gut machen. Aktuell Benzin optimal, okay. Obwohl, Perez war drin, schaut mal, der ist vor uns und eben auch deutlich vor uns rausgekommen. Also mit freier Fahrt konnte er da so viel gut machen, ist ja krass. Dann ist erstmal wieder mein Ziel für dieses Rennen Teamkollege schlagen. Wir werden eben wohl beide nicht in die Punkte fahren. Nasser, vielleicht schafft er es ja. Mal schauen. Noch sind seine Reifen nicht wirklich auf Betriebstemperatur, aber hier ihn zu beholen ist eben auch sehr schwierig in diesem Geschlänge. Der Wagen vor dir ist jetzt auf Options unterwegs. Options am Wagen vor dir. Ist auf jeden Fall eine sehr nützliche Info. Danke, Jeff. Der Wagen ist natürlich jetzt noch etwas schwerer als das, was wir im Qualifying so herausfinden konnten. Da muss man sich natürlich anpassen. Ja, nicht zu weit innen fahren, weil ansonsten kommt das Heck rum. Weil wir vorne zu sehr aufsetzen. So, Perez hat jetzt auf jeden Fall genug Saft auf den Reifen. Na, immerhin ist Mary hinter uns. Der uns eben in der letzten Saison so viel Kopfzerbrechen bereitet hat, bis zu einem bestimmten Punkt. Was hier alles hochgewirbelt wird, ey. Wir können aber soweit mit Perez Schritt halten. Problem ist bloß, Perez war die Rennen nie immer so gut unterwegs, deswegen ist es keine so tolle Marke, die wir uns da vornehmen können als Orientierung. Vorbeikommen wird natürlich nochmal eine Ecke schwieriger, wenn wir überhaupt so weit kommen. An ihn heran, jetzt kommt Verstappen erst rein. Ach, der kann natürlich auch auf den härteren gewesen sein zu Beginn des Rennens. Soweit hinten, wie der ins Rennen gestartet ist. Mal schauen, ob wir ihn jetzt bekommen. Runde 16 war ja unser Boxenstopp als nächstes angedacht. Oh, oh, oh. Es klart etwas auf, oder? Der ist auf jeden Fall schon wieder raus, der Verstappen. Wetterbericht. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Oh, oh, es regnet wieder bald. Perez noch vor uns. Mit wem bekabbelt er sich da so?
Mit Verstappen, okay. Bisher kein schönes Rennwochenende für uns. Also jetzt im Rennen mal so abgesehen, bisher war es ja gar nicht so schlecht für uns. Zumindest für uns als Carlos Sainz. Verstappen, freies Training sagt ja nichts aus. Wir haben uns soweit ganz gut gefühlt. Qualifying für uns super, für Verstappen totaler Mist, aber da konnte er wohl nichts machen. Der hat natürlich noch kalte Reifen, stimmt ja. Kalte Reifen bei Verstappen. Jetzt wäre eine Info gut, welche Reifen Verstappen hat, die härteren oder die weicheren. Wenn er jetzt eben mit den härteren gefahren ist, müssten das eben die weicheren sein. Fahrer vor mir. Max vor dir. 2 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 24 Runden. Welche Reifen? Das wäre jetzt noch schön gewesen, aber das sagt er hierbei nie. So, deine Reifen sollten noch eine Weile durchhalten. Sei nur vorsichtig in den schnellen Kurven. Wetterbericht. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. Finde ich nicht gut. Wobei wir uns mittlerweile gefangen haben. Aber jetzt hat eben Verstappen warme Reifen. Mal schauen, ob er uns davon fährt. Seine Rundenzeiten sind eine Sekunde langsamer als deine. Wir sind immer noch nur 19. Stevens also weiterhin vor uns. Na, Verstappen kommt aber wieder an Perez heran. Er ist grundlegend schneller. Aber ich glaube nicht, dass er auf der Geraden vorbeifahren kann. Und hier wird es überall schwierig. Massa führt jetzt das Rennen an. Bestimmt wegen Boxenstops, oder? Vettel ist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Verstappen weiterhin vor uns. Er hat zu weit rausgekommen, deswegen kann ich hier auf den Randstein natürlich nicht optimal herausbeschleunigen. Naja, Zeit wieder Benzin rauszuhauen. Wenn es noch regnen sollte. Lieber jetzt Zeit gut machen, als dann im Regen nichts mit dem Benzin anfangen zu können. Wetterbericht. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Ja, warum bloß? Weil es regnen soll, weil es nicht ganz sicher ist, ob es regnet oder nicht. Deswegen sagte uns das der Jeff. Upsa. Da hat es mir hier bei der Zufahrt das Heck wieder verschlagen. Also krass hatte ich das noch gar nicht. Der Toro Rosso ist ja generell ein sehr ausgeglichenes Auto. Kein großartiges Über- oder Untersteuern. Genauso wie beim McLaren Honda. Und vielmehr bin ich über einen längeren Zeitraum eben noch nicht gefahren. Das ist eben bisher meine Eindrücke von den beiden ziemlich ausgeglichen. Der Motor macht dann eben einiges aus. Ja, wir verlieren auf die Vorderleute und Perez ist jetzt vor uns. Also Verstappen hat sie wirklich vorbeigeschafft. Und die sind jetzt wohl zu dritt. Das wird wohl Stevens sein, der muss ja auch langsam mal durchgereicht werden. Okay, beim nächsten Stop bekommst du Options. Das Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 2 Runden. 2 Runden. Na, bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, ob wir das in 2 Runden wahrnehmen sollten, weil ich glaube, die Reifen... Ja. Die Reifen fühlen sich noch zu gut an. Wenn der jetzt gerade sich nicht sicher ist. Was mit dem Wetter ist, will ich auf jeden Fall weiter in Options fahren. Und bestenfalls dann jetzt nur noch einmal reinkommen und dann eben, wenn es regnen sollte. Ich nehme an, dass es regnen wird. Weil sonst würde Jeff nicht so ein Geheimnis um das Wetter machen. Oh, das war der Randstein.
Der wollte uns da noch einen Gruß mitgeben. Hat er irgendwie fast geschafft, aber auch nur fast. Wetterbericht. Wir rechnen in den nächsten 15 Minuten mit leichtem Regen. Na toll. Also komme ich doch Runde 16 rein, obwohl... 15? Nee, ich warte mal bis Runde 17. Vielleicht kann ich ja einen Boxenstopp einsparen. Leichter Regen, immerhin nicht starker Regen. Aber Jeff ist leicht zu durchschauen, zwecks Wettervorhersage, wenn er eben sowas von sich gibt. Fahrer vor mir. Paris liegt vor dir. 5 Sekunden Abstand zwischen euch. Hamilton liegt in Führung. Wie viel wir in der Runde verlieren, hat er jetzt nicht gesagt. Fahrer vor mir. Paris vor dir. Der Abstand beträgt 5 Sekunden. Du holst pro Runde ein Zehntel auf. Das ist ja fast schon Stillstand. Klar, besser als nix, aber das bringt uns nicht wirklich was. Wenn, dann muss es mehr sein. Wieder zu sehr mitgenommen. Genauso hier. Das war nicht optimal. Also 21 Runden noch. Boah. Jetzt war die Kurve mal gar nichts. Merkt man auch sofort in der Rundenzeit. Jetzt bleibt mir vermehrt die Hinterachse stehen. Jetzt hat er das so schnell nicht umgestellt, Mann. Na gut, in der Kurve bremsen wir ja nicht wirklich. Da ist jemand an der Box. Jetzt habe ich Zeit. Okay. Wetterbericht. Jeff, kommt da noch was? Wenn ich gen Himmel schaue, hat sich nicht wirklich was getan. Keine Veränderung. Benzinüberschuss und keine Daten, ist klar. Wetterbericht. Oh, nicht wieder doppelt. Hör auf, Jeff. Ja, die Reifen könnten an sich noch durchhalten. Die sind noch mehr als gut. Aber wenn in 15 Minuten, sagen wir jetzt mal 12 Minuten, der Regen kommt, können wir eben den nächsten Satz nicht mehr richtig ausfahren. Darum geht's mir eben. Aber vielleicht kommt ja doch kein Regen. Kann ja auch sein, wenn gerade wieder Daten fehlen. Oh Gott. Wetterbericht. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Tja, deswegen würde ich gerade nichts auf den Regen auslegen, weil das Wetter scheint sich gerade wieder intern zu ändern. Der Wagen hinter dir ist jetzt auf Options unterwegs. Options am Wagen hinter dir. Also bei Paris ist der Jeff sehr auskunftsfreudig, was die Reifen angeht. Das finde ich ja schon mal ganz gut. Dass die jetzt schon wieder reinkommen, wundert mich. Unsere Reifen halten noch locker 3 Runden aus. Da könnten wir wieder einen Boxenstopp einsparen und das könnte uns ein paar Platzierungen bescheren. Aktuell sind wir auch 15. Dann muss ich jetzt aber auch weiterhin gut fahren. Was heißt weiterhin? Besser fahren. Denn die letzten Runden waren nicht besonders. Wetterbericht. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Finde ich jetzt wieder gut, weil dann heißt es nämlich eher weg vom Regen. Ja, man kann diese Aussage je nach Situation anders auslegen. Ups, Wagen wieder verschlagen. Heißt, sagen wir mal 17 Runden. 17, 18 Runden. Also aktuell voll im Soll. Nö. Verstappen wird wohl, wenn wir in diese Runde reinkommen, sollen in der nächsten Runde reinkommen. Vielleicht kommen jetzt auch wieder die Strecken, wo wir eher Reifen sparen.
Das war ja gegen Ende der letzten Saison in McLaren auch öfters der Fall, dass wir einen Boxenstopp weniger eingelegt haben. Und der Toro Rosso fährt sich eben meiner Meinung nach ziemlich ausgeglichen. Deswegen kann das eben jetzt schon wieder beginnen. Dann werde ich jetzt langsam etwas Reifen schonen, sprich Standard. Vor allem eben Hinterreifen. Hier ist durchaus noch was drin. 19 im Rennen, das meine ich damit. Einer ist ausgeschieden. Block hinter Boxengasse. Kann man ja vermuten. Die Reifen lassen sich noch sehr gut fahren. Kann ich nicht wirklich meckern. Das Rennen sehe ich hier noch gar nicht wirklich verloren. Weil es gerade so scheint, es bleibt trocken und die KI wird einen Boxenstopp mehr einlegen. Denn wir sind bisher zweimal mit der weichesten Mischung gefahren. Also kann die nicht noch anfälligere Reifen gehabt haben, die KI. Deswegen nehme ich an, fahren wir einmal weniger an die Box, zumindest aktuell. Ernsthaft jetzt? Ich dachte, uns fehlen Daten. In der nächsten Runde kommt auch Verstappen rein. Also jetzt in dieser. Da hätte ich jetzt reinkommen müssen. Mann! Die Info kam aber 3 Kurven zu spät, Jeff. Mann, jetzt fängt er wieder an mit Regen. Der weiß auch nicht, was er will. Wetterbericht. Verstappen liegt vor uns und das eben relativ deutlich, deswegen bekommen wir es hier unten mit, wenn er an die Box geht. Deswegen behalte ich es mal im Auge. Wenn wir kurz vor der Boxeneinfahrt sind und noch kein roter Wagen unten aufleuchtet, dann fahre ich rein. Vielleicht hat er auch die Harten drauf. Nur gut, dann hätte ich mich gefragt, warum hat er Perez bekommen, weil Perez war auf jeden Fall auf den Options. Mhm. Wetterbericht. Jetzt sind es 15 Minuten und Starkregen. Kommt drauf an, wer in die Box kommt. Kommt Verstappen jetzt rein? Ich glaube, da ist niemand an der Box. Ich fahre rein. Hoppala. Es ist grün. Aber jetzt mit 15 Minuten habe ich wieder etwas Puffer, falls ich das Ganze nochmal verschieben sollte mit einem möglichen Regen. Also gut, dass es Verstappen jetzt nicht an der Box steht. Deswegen haben wir hier keinen großartigen Zeitverlust, nämlich gar keinen. Darum ging es mir jetzt. Und mit den Reifen, dass wir die jetzt erst draufgezogen haben, bin ich zufrieden. Die härteren sind wir bisher noch nicht gefahren. Falls es regnen sollte, hätten wir die gänzlich gespart. Reifen sind natürlich jetzt kalt. Lass ich mal vor uns offen. Wie viel Sprit haben wir noch? Okay. Na, ich wollte es da offen lassen. Das war der Randstein, der wollte uns wieder mitgeben. Reifen sind eisekalt, das mag ich ja gar nicht. Jetzt geht das schon wieder los. Dann fahr vorbei. Ist ein Red Bull, ist der Erste? Ne, Vierte. Daniel Ricciardo hat ja ein super Qualifying-Ergebnis. Da hinten kommt der Nächste, wenn es nicht Mary ist. Fahr hinter mir. Es sind jetzt noch 15 Runden. Fahr hinter mir. Es sind jetzt noch 15 Runden. Ah, 15 Runden liegen hinter uns, oder was? Aber wenn es erst in 15 Minuten mit Starkregen losgehen soll, könnten wir durchaus durchfahren. Na wohl. Wenn wir uns mal anschauen, 14...
Runden noch. 14 mal 1,30, sagen wir mal. Wir werden es einfach auf uns zukommen. Wetterbericht. In 5 Minuten wird es auf der Strecke leicht regnen. Ihr seid euch überhaupt nicht einig. Vor einer Runde waren es noch 15 Minuten Starkregen, jetzt 5 Minuten leichter Regen. Vielleicht regnet es, aber wir können weiter auf den Trockenreifen fahren. Also mit den Reifen kann man hier gar nicht richtig liegen. Man sollte einfach so fahren, wie man gerade hinkommt. Man sollte sich nicht am Wetter orientieren. Wir haben noch 20 Kilogramm übrig. 20 Kilo. So oft wie das jetzt schon variiert hat mit dem möglichen Regen. Wollte schon sagen, sind das angefahren, ne? Jetzt kommt Verstappen rein. Warum gibt er uns jetzt diese Info? Wir waren doch gerade erst in der Box. Naja, Jeff ist heute irgendwie etwas neben der Spur. Liegt wahrscheinlich an der Position, die wir mittlerweile innehaben, denn wir hatten ja mal den neunten Platz, nicht den 19. Dann gehe ich jetzt mal wieder etwas Benzin raushauen. Solange es noch trocken ist und wir eben frische Reifen haben, dann muss das eben genutzt werden. Verstappen wird weiterhin vor uns liegen, das ist klar. Box ist wieder frei, so wird er jetzt spätestens am Ausgang sein. Muss ich aufpassen, habe ich etwas den Randstein mitgenommen. Stevens fährt etwas schnellere Rundenzeiten als du. Versuch die Lücke zu schließen. Den sollten wir endlich wirklich mal boxen. Stopp bereinigt bekommen, denn Stevens. Wetterbericht. Das Radar zeigt an, dass es in 5 Minuten leicht zu regnen anfängt. In 5 Minuten. Naja, muss noch nichts heißen. Fahrer vor mir. Stevens liegt vor dir. 8 Sekunden Abstand zwischen euch. Du fährst pro Runde um etwa 2 Zehntel zurück. Noch 13 Runden. Den sollten wir uns noch schnappen. Und dann hätten wir auch mal im trockenen Offensiv-Zweikampf von uns aus gesehen. Den wir auch gewinnen sollten. Wenn das schon im McLaren geklappt hat, warum jetzt nicht ein Jahr später im noch besseren Toro Rosso? Was wir aber heute schon mit Jeff alles schwätzen. Die Kurve war nix. So viel, glaube ich, wie noch in gar keinem Rennen. Ja, damit warte ich noch ein, zwei Runden. Ich werde jetzt aber auf der Geraden schon mal Intermediates auswählen für den Fall der Fälle. Wenn es trocken bleibt, darf ich auf jeden Fall nicht vergessen, da wieder die Primes einzustellen. Die müssen wir nochmal nehmen. Zur Bestätigung, wir werden Intermediates aufziehen. Jetzt sind wir Letzter. Ach stimmt, wir waren ja schon die ganze Zeit Letzter. Es sind jetzt schon seit längerer Zeit nur noch 19 Wagen im Feld. Durch einen Boxenstopp oder wie oder was? Dann sind das da welche, die uns überrunden wollen, weil wir Letzter sind. Fahrer vor mir. Stevens vor dir. Der Abstand beträgt 6 Sekunden. Du holst pro Runde 1,4 Sekunden auf. Noch 12 Runden. 1,4 bis 2 Sekunden, weil es in der letzten Runde 8 Sekunden waren. Jetzt sehe ich schon Regentropfen auf der Linse. Auf der Kamera. Den Punkt zum Reifenwechseln dürfen wir nicht wieder verpassen. Noch kommt kein Spray auf. Stevens ist der Nächste, nur 5 Sekunden vor dir. Wir holen weiter kräftig auf, das soll aber auch so sein. Mary ist ausgeschieden, weil er 20. ist, okay. Vielleicht hat er aber die Boxengasse blockiert. Noah. Was mal interessant wäre, wie wir im Vergleich zu McLaren stehen. So eine Möglichkeit. Also nächste Runde reinkommen oder was soll das heißen? So ein Funkspruch fehlt, dass wir fragen können, hier, wie sieht's aus mit dem und dem Fahrer oder dem und dem Team? Wie stehen wir da im Vergleich, rundenzeitmäßig? Das fehlt leider. Reifen sind aktuell kalt, aber ich sehe noch keinen Spray aufkommen. Wenn jetzt in der Kurve wieder warm. Ist schon schwierig.
Ich glaube, ich werde am Ende dieser Runde reinkommen, weil der Regen nimmt etwas zu. Wetterbericht. In weniger als 10 Minuten setzt starker Regen ein. Mann, nee, oder? Das war schon in Q3 keine gute Idee, dieser Starkregen. Die Reifen bekommen aber kaum noch Temperatur. In der Kurve hier werden sie bloß grün. Soll ich was wagen? Wir sind eh Letzter. Dann machen wir eine Runde gut. Tja, entweder komme ich ein paar Plätze nach vorne. Entweder komme ich ein paar Plätze nach vorne, weil ich eben passend stoppe. Oder ich falle gegenüber Stevens noch weiter zurück und wir bekommen keinen Zweikampf mehr. Ich komme jetzt aber rein, die Reifen mit Mühe und Not haben die Temperatur. Hamilton führt das Feld an. Da ist auch jemand an der Box, der nimmt vielleicht auch gerade Intermediates. Ja, jetzt kommt auch Spray auf, ich komme rein. Hauptsache Verstappen hat nicht den gleichen Gedanken. So, wir haben ja schon Intermediates ausgewählt und ich glaube, ja, da kommt Stevens auch rein, der wird sich auch Intermediates schnappen, denke ich mal. So, wir sind schon über Startziel gefahren, also über die Ziellinie. Heißt das, wir jetzt noch 10... Nein, war einmal berundet 9 Runden fahren werden. Und wir sind Stevens, glaube ich, etwas näher gekommen. Ricardo und Vettel. Oh, so weit nach vorne gekommen. Vettel, ups. Reifen sind kalt. Vorsicht, nicht verschmeißen. Das war schon zu viel. Wetterbericht. Der Regen wird nicht so bald aufhören. Starker Regen in 10 Minuten. 10 Minuten könnten wir gerade so durch sein oder die KI kommt nochmal kurz vor Schluss rein. Also wenn es bei den 10 Minuten bleibt, komme ich nicht mehr rein. Das steht schon mal fest. Jetzt bekommt doch mal Temperatur. Die werden jetzt noch länger brauchen als die Trockenreifen. Die haben ja spätestens hier Temperatur bekommen. Also in den nächsten 2-3 Kurven. Oh, wir haben aufgeholt durch die Überrundung eben. Die Reifen sind eiskalt. Das wird eben auch bei Stevens der Fall sein. Nicht den Wagen verlieren. Das war schon zu viel am Boxenausgang. Wieder einmal. Unser Benzinstand ist jetzt bei 15 Kilo. Es sind noch 15 Kilo Benzin übrig. Heißt 11 Runden. Sollten wir schaffen. Jetzt bekommen die Hinterreifen Temperatur. Vorderreifen lassen noch zu wünschen übrig. Oh ja, war kalt. Dass die immer noch keine Temperatur haben, die Dinger, ey. Ich könnte sie wegschmeißen. Aber dann hätten wir ja noch mehr Probleme hier. Jetzt bekommt der eine davon so langsam Temperatur. Da ist jemand ganz langsam. Ist das schon wieder Stevens? Stevens fährt jetzt in die Boxengasse. Er ist gerade in die Boxengasse abgebogen. Weil starke Regenreifen, also die blau markierten, oder was? Warum kommt der jetzt nochmal rein? Der vordere Rechte will noch nicht, schaut mal, der ist noch nicht da, wo er sein soll. Die anderen haben sich mittlerweile eingependelt. Wetter bricht. In den nächsten 5 Minuten wird starker Regen einsetzen. Nächsten 5 Minuten heißt, 3 Runden. Dann hätten wir noch 4 Runden zu fahren, sagen wir mal grob. Wenn wir pro Runde 5 Sekunden verlieren würden. Oder sogar pro Runde 5 Sekunden, könnten wir diesen einen Boxenstopp eben noch ausgleichen. Aber in der Zwischenzeit könnten wir auch abfliegen, wenn die Bedingungen zu krass sind für die Intermediates. Das sind wieder Überlegungen. Aber Stevens ist wohl nicht etwa Regenreifen holen gegangen. Verstappen kommt rein. Wetterbericht. Laut Bericht wird es in den nächsten 5 Minuten auf der Strecke stark regnen. Jetzt heißt es schon wieder... in den Kurvengang runterschalten im Vergleich zum Trocknen. Intermediate-Bedingungen hatten wir noch nicht wirklich testen können. Fahrer vor mir. Perez liegt vor dir. Der Abstand beträgt 8 Sekunden. Noch 9 Runden. 8 Sekunden wirklich aufzuholen. 8 Runden noch. Obwohl, ich sollte die Anzeige mal offen lassen. Die Strecke wird nämlich weiter nasser. Perez ist der Nächste. Leg ihn dir für ein Überholmanöver zurecht. Sind die jetzt schon Regenreifen drauf? Die Info bräuchte ich mal, Jeff. Oder die waren bisher...
Was hat er drauf? Zeig mal. Ich kann es nicht wirklich erkennen. Sollten aber Intermediates sein. Ja, grün. Jetzt sehe ich es eindeutig. Dunkelgrün und dunkelblau, die sind nicht so krass zu erkennen. Da muss man eben schon mal näher dran schauen. Aber die sind jetzt erst auf Intermediates. Also haben wir schon mal gewonnen, weil die eine Runde zu lange auf den Trockenreifen waren. Ist ja schön. Ja. Runde 29, 30 für uns wird es dann wohl Zeit sein, die Reifen zu wechseln. Aktuell liegen wir vorne. Die KI könnte dann auch nochmal rein, wenn wir reinkommen sollten. Und aktuell sind wir 16. Aber vielleicht kann ich ja gerade so noch in die Punkte springen, wenn wir draußen bleiben mit Intermediates. Wer weiß. Nur zur Sicherheit, falls wir die brauchen und eben kurzfristig entscheiden. Raikön hat noch kalte Reifen. Deswegen können wir weiterhin Schritt halten. Unsere Reifen haben ja schon länger Betriebstemperatur. Und bei Raikön wird sich das wohl am Ende des ersten Sektors auch einstellen. Wetterbericht. Oh, 2 Minuten hat er doch drauf, der gute Jeff. Aber wir können immer noch mit Raikön Schritt halten. Das ist ja sehr erstaunlich. Sind die Reifen immer noch zu kalt? Oder ist es gerade noch unser Sektor? Tja, wer weiß. Fahrer vor mir. Maldonado vor dir. 6 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 7 Runden. Also ich fühle mich gerade auch pudelwohl, muss ich sagen, bei den Bedingungen. Und wenn die nochmal auf Regenreifen gehen sollten in den nächsten, sagen wir mal, 3 Runden, dann bleibe ich draußen. Wenn Maldonado nur 6 Sekunden weg ist, dann sind hier vielleicht gerade so noch Punkte möglich, wenn wir in den bisherigen 30 Runden nicht so viel Zeit verloren haben auf Bottas und Co. Gut, Bottas wird sich jetzt auch weiter nach vorne gearbeitet haben. Fahrer. Ich glaube nicht, dass wir schon jetzt komplett Regenreifen brauchen, aber es wird nicht mehr lange dauern. Also laut Chef, in für uns Runde 30 Regenreifen aufziehen. Das ist mir aber zu nah am Rennende, deswegen will ich draußen bleiben. Was habe ich groß zu verlieren? Ob ich jetzt 19. werde? Oder 16.? Tja, ist mir eigentlich gleich. Lieber 11. Oder bestenfalls sogar Punkte. Fahrer vor mir. Maldonado liegt vor dir. Der Abstand beträgt 6 Sekunden. Noch 6 Runden. Auf Maldonado können wir gerade den Abstand behalten. Ich frage gleich mal nach Ericsson. Fahrer hinter mir. Hui. Das ist gewaltig und die haben alle noch Intermediates drauf. Also ich bleib hier draußen, wenn es jetzt gleich richtig nass werden sollte. Denke ich mal. Kann sich auch ändern, wenn ich dann die Verhältnisse sehe. Jetzt wird es nämlich schon langsam kritisch, wenn ich hier das Wasser sehe. Aber noch kommen wir ganz gut zurecht. Ich würde nicht auf Regenreifen gehen wollen. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Rennen, wie ich finde. Ungarn macht auf jeden Fall wieder Spaß mit seinen Turbulenzen. Ja, Regen oder nicht. Und jetzt ist der Regen da und jetzt kommen wir gar nicht mal so schlecht zurecht. Treibstoff. Hey, eine Info zum Benzinstand. Er ist jetzt bei 10 Kilo. Es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. Wir liegen etwas über dem optimalen Benzinstand. Die Benzinlast ist ein bisschen zu hoch. Also 7. 7 Runden könnten wir damit noch fahren und wir haben gleich... Wir haben gleich nur noch 4 Runden, weil wir schon einmal überrundet wurden. Könnte ich eigentlich schon mal auf Fett gehen, aber wer weiß, was dann passiert. Scheiße. Vettel, geht das gut? Eieiei. Mann. Ich habe das schon angesprochen, dieses Rennwochenende. Und jetzt habe ich den Körb zu sehr mitgenommen. Jetzt müsste Ericsson dran sein. Fahr rein zu mir. Mm-mm. Der ist noch nicht aktualisiert worden. Hamilton liegt in Führung. Er hat
Regenreifen, Pflicht, jetzt hätten wir reinkommen müssen, wenn das Rennen nicht eben gleich zu Ende wäre. Fahrer vor mir. Maldonado vor dir. 10 Sekunden hat es gekostet. Noch 5 Runden bis zum Ende des Rennens. Mann, das war so unnötig. Wenn die KI jetzt nochmal reinkommt und wir dann knapp, sagen wir mal, 12., 11. werden, dann beiße ich mir wieder in den Hintern. Mann, so eine Ungenauigkeit. Ich weiß es doch, was da passiert, aber dennoch habe ich es getan. So wie es aussieht, ist es Zeit für einen Reifenwechsel. Die Situation ist nicht sehr eindeutig, aber je länger wir warten, umso schlimmer wird es. Wir hätten bei der letzten Vorbeifahrt wirklich auf Regenreifen gehen sollen, aber das Rennen ist ja gleich vorbei. Deswegen bleibe ich hier und die KI wird jetzt reinkommen. Wetten, entweder diese oder nächste Runde für die. Die müssen ja 2 Leute abfertigen. Die werden jetzt alle nochmal reinkommen. Fahrer vor mir. Maldonado liegt vor dir. Über 15 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 5 Runden bis zum Ende des Rennens. Na schaut mal, wir gewinnen, sagen wir mal, 25 Sekunden. Dann hätten wir Maldonado inne. Ne, das wird so nichts mehr. Aber ich gehe nicht mehr auf Regenreifen. Der blöde Körb wieder. Fahrer hinter mir. Jetzt bekommen wir 3 Fahrzeuge, aber die haben jetzt eben Regenreifen drauf. Letzte Runde für unser Boxenstoppfenster. Bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. Lass ihn durch, wenn du kannst. Klar, die Reifen sind verkehrt. Wir fahren jetzt noch diese. Und 2. Ist eigentlich zu viel, 3 Runden. Aber den Boxenstopp, den fahre ich hier mal raus, oder? Hier mit kalte Regenreifen, ich habe aber auch kalte Intermediates. Fahrer vor mir. Max liegt vor dir. Jetzt sind es noch 4 Runden. Fahr vorbei. 3 Runden, der will nicht vorbeifahren. Hab extra da Platz gelassen. Wir holen weiterhin auf die da vorne auf. Also unsere angewärmten Reifen sind noch besser als deren kalten Regenreifen, aber das wird sich in einer Runde ändern. Stimmt, das müssten wir auch noch mit einberechnen, dass wir eine Runde Reifen aufwärmen müssen. Klar, schaut mal, die sind jetzt eisekalt, aber das lohnt sich nicht mehr. Ich bleibe hier auf den Reifen, da bleibe ich stur. Stur und eiskalt bleibe ich da. Ich behalte mal den Rückspiegel im Auge. Ray können wir jetzt wohl davonziehen. Haben wir nicht so wirklich viel gewonnen durch diesen Boxenstopp, weil ich mich eben hier auch gedreht habe. Zum Glück ging das mit Vettel gut. Hat mich mein Gefühl immerhin in der Hinsicht nicht getrübt. So, jetzt sind es gleich noch 2 Runden. Aber Ray können jetzt nicht so krass viel gewonnen. Sollte ich nicht zu krass machen, wenn die Reifen keine Temperatur haben. Bei Regen. Maldonado, oder? Fahrer hinter mir. Maldonado hinter dir. Nur eine Sekunde Abstand. Jetzt sind es nur noch 3 Runden. 3 Runden. Wir haben uns doch gar nicht berührt. Warum ging jetzt die Hand raus? War mir klar, aber wie soll ich ihn halten? Aber das war mir eben bewusst. Ich habe bewusst eben diesen Boxenstopp eingespart. Der wird uns jetzt nicht noch 25 Sekunden da rausfahren. Die nächste Runde ist ja die letzte Runde, dann wären wir halt aktuell 16. Obwohl, Ericsson kommt ja noch. Fahrer hinter mir. Ericsson liegt hinter dir. Der Abstand beträgt etwa 20 plus Sekunden. 20 plus. Jetzt sind es nur noch 3 Runden. 3 Runden. Anderthalb. Wenn ich es nicht mehr verkacke, werden wir 16. Verstappen ist auf Platz 14 unterwegs. Kann ich mit noch ganz gut leben. Habe ich mir zwar jetzt auch was anderes vorgestellt, aber der Regen, jetzt mittlerweile sogar Starkregen, der kam uns wieder dazwischen. Anfangs bin ich ja auch sehr rüpelhaft gefahren. Und vielleicht war das eben auch die Quittung, dass wir dann gedreht wurden. Muss ich mal schauen, das muss ich ja eigentlich einfangen. Muss ich ja eigentlich für das Nachwort einfangen. Weiß jetzt gar nicht mehr, welche Runde genau. Vom ersten Boxenstopp, oder? Aber das finde ich schon. Wenn ich dran denke. Wow. Ich
Ich muss auch dran denken, dass wir auf den falschen Reifen unterwegs sind, deswegen sind wir gerade ziemlich langsam. Und die Kurvendurchfahrt ist besonders brenzlig. Fahr vorbei, ist ja für dich ein Klacks. Auf Regenreifen. Fahr rein zu mir. Ericsson hinter dir. Etwa 20 oder mehr Sekunden Abstand zwischen euch. Nur noch 2 Runden. Die nächste Runde ist die letzte. Ericsson scheint wohl auch eben sich überrunden lassen müssen. Deswegen gewinnt er gerade nicht wirklich. Ich habe die Reifen mal kurz auf Temperatur gebracht, auch wenn ungewollt. Aber die Temperatur hält nicht lange, wenn die mal stehen bleiben. Ist mir schon klar, aber Jeff bedenkt eben nicht, dass das Rennen gerade am Ende ist. Für uns eben die letzte Runde. Die Kurve bekomme ich schon gar nicht mehr auf diesen Reifen. War auf jeden Fall richtig, auf Intermediate zu bleiben, bin ich immer noch der Meinung. Gut, Maldonado wird gleich wieder seine gut 20 Sekunden raus haben. Und bisher bin ich nicht abgeflogen. Fahrer vor mir. Wir werden das gerade so ausgleichen können. Den Zeitverlust mit eben Intermediates bei Regen, Reifenbedingungen und eben deren Boxenstopp, der natürlich Zeit gekostet hat. Mittlerweile ist es alles andere als schön zu fahren. Aber ich wollte es ja so. Ist die Frage, wir sind auf Intermediates besser als Maldonado zurechtgekommen. Wie wäre das auf Regenreifen gewesen? Aber der Dreher hier in dieser Kurve, der hat uns dann eben auch zunichte gemacht. Und wir sind immer noch zwischen Maldonado und Ericsson. Deswegen war es jetzt nicht wirklich eine schlechte Entscheidung, auf Intermediate zu bleiben. Klar, die Wahrscheinlichkeit, dass wir abfliegen, war in dieser Zeit mit den falschen Reifen einfach größer. Aber wir haben es ja auch geschafft. Enttäuscht werden wir sein, weil unser Ziel war ja Platz 7, was ausgegeben wurde. Mit dem Rennen bin ich letztendlich doch ganz zufrieden, klar. Wir sind von viel weiter vorne gestartet, aber... Das ist ein weiterer Sieg für Mercedes und für Lewis Hamilton. Der britische Fahrer hat heute alles getoppt und verdient seinen Triumph voll und ganz. Ein fantastischer Grand Prix-Tag. Sie haben den Sieg verdient. Ihre Strategie war makellos. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn Sie das nächste Rennen verpassen würden. Aber den Fehler machen Sie nicht. Wir hoffen, Sie wiederzusehen. Also bis dann. Aber, kurz gefasst, gutes Rennen, wenn auch wirklich turbulent, so viel wie heute haben wir noch nie mit Jeff geredet. Hamilton gewinnt also vor Rosberg, habe ich mir noch gar nicht angeschaut, dann Raikön Vettel von 16 auf 4, nicht schlecht. Den Ricciardo von 2 auf 5, gut, ja, obwohl die Strecke kommt ihm auch eher entgegen. Bottas von 13 auf 7, bis auf, ja... Button ist der Letzte, der nicht überrundet wurde. Grosjean, Nasser noch bis auf Platz 10. Hat wieder einen Punkt gemacht, ein Alonso 11. Er aber keinen Punkt im Vergleich zu Button. Button eben wieder 4. Mensch. Quert nur 13. Verstappen 14. Via 16. Stimmt, die Strafe kommt ja auch noch hinzu. Stimmt. Wir haben bloß 3 Boxenstops eingelegt. Maldonado 5. Wir hatten aber auch 2 Dreher. Einmal wurden wir gedreht, das andere Mal bin ich über die Randsteine geräubert und wir hatten die wenigsten Boxenstops. Dann Ericsson eben mit 5 und Mary hatte eben bloß 1. Und die hinter uns hatten auch wieder 5 Stops. Schauen wir mal kurz hier nach. Also... Carlos Sainz Kurve abgekürzt und eben Kollision mit Alonso, deswegen die Strafe. Das war, als wir da in Kurve 1, ja, am Ende der S-Zone nach der Stadtzielgeraden, als wir da eben so blöd standen und ich nochmal kurz zurückgerollt bin. Das war zu viel, ich hätte warten müssen, bis die eben vorbeigefahren sind. Das wird man bestimmt auch nochmal sehen. Aber naja, Budapest, Regen, das war schon was. Die Fahrerwertung ist immer noch sehr ernüchternd für uns, das wissen wir natürlich. Da vorne hat Rosberg eben an Vorsprung verloren. Ja, es ist nämlich nicht mehr so. Klar, 10 Punkte sind es noch. Vettel ist jetzt bis auf Platz 4 vorgekommen. Und Button ist an Maldonado vorbei. Button schon 19 Punkte. Auch Maldonado hat in diesem Jahr schon ordentlich was hingelegt. Er war ja im letzten Jahr hinter uns und wir hatten doch 7 Punkte. Verstappen hat 11 und wir sind immer noch 18. Na, ist doof. Vor beiden Männer Marussias, aber auch nicht wirklich weiter nach vorne.
Ericsson hat noch keine Punkte, also so langsam wird es wirklich für uns Zeit. Die nächsten beiden Strecken sind ja auf jeden Fall toll, aber sie sollten eben unserem Wagen nicht so ganz liegen. Bei den Teams haben wir jetzt 16... Ah, nee. Ja, stimmt ja, Ericsson, da habe ich ja gerade vorgelesen, Ericsson hat ja noch gar keinen Punkt. Stimmt ja, also 26 Punkte Rückstand auf Sauber. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, wage ich zu bezweifeln, dass wir das noch schaffen. Und McLaren Honda hat auch schon 12 Punkte Vorsprung. Die sollten wir noch bekommen. Aber ansonsten, ja, oh. Ich muss ja im nächsten Rennen meinen Rivalen bestimmen. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Bei den Teams wird es ja so sein, die zwei, die nach Abu Dhabi vor uns sind und alle dahinter. Na, bin ich mal gespannt, was es da für uns geben wird. Also, wird es interessant mit dem Rivalen. Wir schauen uns wieder gemeinsam was an und ich beginne einfach mal mit tollen Manövern in den ersten 1, 2, 3 Runden mit Bottas. Die waren wirklich vorzüglich, muss ich sagen, hat richtig Spaß gemacht. Aber dann war ich dann doch etwas zu hart, zu sehr die Brechstange und das hat sich letztendlich wohl auch in der Kollision bezahlt gemacht, was wir eben später noch sehen. Aber hier die beiden Szenen am Ende von Startziel, die wollte ich einfach nochmal zusammenschneiden, weil die wären erst später gekommen und die wären euch vielleicht vorenthalten geblieben. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht, aber wie gesagt, dann habe ich eher über die Stränge geschlagen. Schön, jetzt ist nochmal zu sehen, gefällt mir auf jeden Fall, genauso wie das ganze Rennen im Gesamten. Aber jetzt kommt die Aktion, die ich angesprochen habe, als wir uns gedreht haben. Das war, hier sehen wir es, ein Ferrari. Und das sehen wir gleich nochmal in einer anderen Perspektive, und zwar vom Ferrari, wenn mich nicht alles täuscht, was ich gerade so zusammengeschnitten habe. Und klar, war auf jeden Fall ein Fehler von mir, da zurückzufahren. Ich habe es ja gerade angesprochen, aber dennoch habe ich es gemacht. Warum eigentlich? Die Strafe war meines Erachtens sogar noch zu mild. Aber was war das denn hier? Der hat uns auch klar abgeschossen. Hätte auch eine Strafe für in dem Fall Vettel geben müssen. Der Rauch, das sah ja super aus. Aber das war das Einzige, was super aussah. Nämlich Alonso haben wir behindert. Ich habe gesagt, jetzt darf ich nicht zurückfahren. Ich muss die alle vorbeilassen. So bitter das ist, aber ich habe es nicht getan. Wie gesagt, Strafe meines Erachtens einfach zu milde. Aber gut. Ja, aber im Endeffekt sind es keine Punkte. So abwechslungsreich wie dieses Rennen hier war. So oft, wie wir Jeff gefragt haben, das haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Und die nächsten beiden Rennen, Spa, Monza, das wird schwierig für uns, meine ich, da holen wir keine Punkte, aber mir liegen die Strecken und vielleicht lässt sich da ja was machen. Singapur war ich am letzten Jahr überrascht, dass wir da gepunktet haben. Das wird auch noch so eine knifflige Frage, aber da ist es schon zu viel Zukunft. Als nächstes Spa, da kann es auch gerne regnen, aber so viel Regen muss ja auch mal ein Ende haben, oder? Ein Ende werde ich jetzt auch haben. Ich gebe nämlich ab. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.